Deutschland, wir müssen reden. Willkommen zu Artikel 5 Ihrer neuen Lieblingssendung. Unser Thema heute Wohnungsnot, aber unter anderem auch das hier. Vor der Europawahl ist Ungeheuerliches passiert. Junge Leute fingen plötzlich an, sich für Politik zu interessieren. Eigentlich ist das geschehen, was die Parteien immer gefordert hatten. Aber dann das. Gut 70 YouTuber gaben in diesem neumodischen Internet plötzlich Wahlempfehlungen gegen die CDU und die SPD heraus. Ja, so war das natürlich nicht gedacht. Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, Wahlaufruf gegen CDU und SPD, habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Sie hat ja nichts gegen Meinungsfreiheit. Sie hat nur was gegen andere Meinungen. Die Zerstörung der CDU Teil 2. Jetzt erst recht. Ein politischer Flächenbrand von der Größe des Saarlandes. Da betreibt eine deutsche Parteichefin die Erdoganisierung der sozialen Netzwerke. Mein Opa sagte immer, eine mit Stolz getragene Niederlage ist auch ein Sieg. Seitdem sind mir schlechte Verlierer unsympathisch. Und noch viel unsympathischer sind mir Verlierer, die im Nachhinein probieren, an den Regeln des Spiels herumzufuschen. Klar, Videos kommen manchmal ungelegen, fragt mal die FPÖ. Aber das, was YouTuber Rezo anprangert, darauf könnte man als Politikerin ja mal inhaltlich eingehen. Ich meine, es ist doch absurd zu sagen, über das, was wir so machen, darf man vor einer Wahl nicht sprechen. Und da stinkt man dann halt gegen YouTube-Posts ab. Hier, das war der Internetwahlkampf der CDU. Leider kein Gag. Ja, ich glaube, wir haben es. Die Zukunftsformel für Europa. Sonntag wählen gehen. CDU. Was hat der gebraut? Crystal Meth für die neuen A? Elmer White in Breaking Broke. Na klar, dass man sich mit sowas digital abgehängt fühlt, das kann ich verstehen. Also im Rahmen von Artikel 5, ja, witzig, diese Sendung heißt genau so, darf man sich auch als Verlierer auskotzen, wie man will. Klar, ne? Scheiß YouTube, unfair, stimmt ja gar nicht. Aber hey, an Artikel 5 selbst rütteln, Finger weg vom Grundgesetz. Es ist erst so alt wie Horst Seehofer, aber im Gegensatz zu dem wird es im Alter immer besser. Zum Glück gibt es aber auch in der Union eine aufrechte Kämpferin für die Pressefreiheit. Hör der mal zu, Annegret. Nicht alles, was ich über die CDU oder mich lese, gefällt mir. Nicht alles kann ich nachvollziehen. Nicht jeden Kommentar finde ich wirklich gelungen. Aber all das gehört zur Pressefreiheit. Tja, nichts bewegt Deutschland so sehr wie der überhitzte Immobilienmarkt. Also müssen wir darüber sprechen. Logisch, klar. Die Wohnungsnot. Übrigens der Grund, warum es zurzeit billiger ist, dauerhaft im Puff zu wohnen, als in der Studentenbude in der Innenstadt. Ich erzähle Ihnen mal, wer sich wirklich die Taschen voll macht und was man dagegen Wirksames tun kann. Ja, Gott sei Dank gibt es hier noch die Themen, wo man so herrlich schwarz-weiß denken kann. Ne? Auf der einen Seite wir, die arm geschröpften Mieter, und auf der anderen Seite die gierigen Vermieter, Spekulanten, turbokapitalistischen Immobilienkonzerne und Makler, so wie hier. Ja, die Miete liegt ein bisschen über dem Mietspiegel. Der ist ja aber in jeder Stadt anders. Da wird ja gezählt, ob sie Sonne kriegen, ob sie das kriegen. Das Baujahr kommt dazu. Es ist aber im Rahmen. Ob sie Sonne kriegen, ob sie das kriegen, ob sie was auf die Fresse kriegen, auf dem Weg zum Bäcker. Im Rahmen, sagt sie. Ich schätze mal so 40 Quadratmeter, Klo auf dem Flur, 2000 Euro kalt. Ne? Netto, herrlich, oh, das tut so gut, diese Abzocker. Ne? Aber das Wichtigste in Deutschland ist immer zuerst die Schuldfrage klären. Ist klar. Ne? Wollen Sie wissen, wer einen guten Teil der Verantwortung dafür trägt, dass Ihre Miete fast mit Ihrem Einkommen identisch ist? Soll ich mal ehrlich sein? Sie da draußen selbst. Was?
Wie, was erzählt der hagere Medienaffe da? Ich soll da, das gibt's doch, darf doch wohl nicht wahr sein, das gibt's doch gar nicht. Ja, gibt es denn überhaupt gar kein Gut und Böse mehr? Mann, 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 Mann. Unser Vermieter, der will schon wieder die Miete erhöhen. Fast ein Drittel mehr. Das darfst du doch gar nicht. Ist halt ein echter Miethai. Er ist derselbe, der sonst die Tricks bei Sharknado macht. Ne? Sieht auch Vicky ein bisschen aus wie mein Vermieter. Sie müssen sich leider hier an die eigene Nase packen. Genauer gesagt, die Landeier unter Ihnen. Ja, das waren Live-Bilder aus Brandenburg. Ja, Den Landeiern müsste man zurufen, kommt nicht in die Städte, ihr dämlichen Bauern, bleibt, wo ihr seid. Durch euch steigen die Mieten in den Ballungsräumen. Da geblieben. Kusch, weg, einmal Provinz, immer Provinz. Ne, was weiß ich, Bauer sucht Frau, aber eben hier nicht in der City. Ne? Ja, ich glaube, wir brauchen wieder Stadtmauern, 30 Meter hoch. Oder noch besser, hier diesen Türsteher vom Berghain, ne, vor den Toren. Ne, ist gerade so ein bisschen voll, die Stadt. Ne, heute nur für Stammgäste und nicht mit den Schuhen, du Wichser. Verpiss dich. Ne? Hier ein paar Fakten. Egal, wie absurd die Preise werden, die Leute strömen weiter in die Ballungsräume. Es ist kein Ende in Sicht. 60% der Deutschen geben an, dass sie die Kosten für den Wohnraum spürbar mehr belasten als vor 5 Jahren. Ja, 71% sagen, dass es schwer ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Inzwischen unabhängig davon, ob sie in Großstädten oder auf dem Land leben. Ein Haushalt sollte ein Drittel des Gehalts für die Miete einkalkulieren. Mit einem mittleren Einkommen bekommt man dafür aber kaum noch etwas. In Frankfurt am Main reicht es so für eine gerade mal 64 Quadratmeter große Wohnung. In den anderen Top-Städten wie Köln, Hamburg und Berlin wird es noch kleiner. Am engsten wird es in München. Hier sind für ein mittleres Einkommen gerade mal 54 Quadratmeter drin. Und dann leben Sie auch noch in München. Ne? Es gibt eine Faustregel. Die Kosten fürs Wohnen sollten etwa 30% des Netto-Gesamteinkommens nicht überschreiten. Sonst sinkt die Lebensqualität spürbar. Ne? Urlaub nur noch auf Balkonien ist die Folge. Kennt man ja. So, die Realität in Deutschland ist, wir geben im Schnitt 35,6% fürs Wohnen aus. Jeder sechste Haushalt über 40%. Das ist ein Armutsrisiko. Oder sehr frei nach Viktor Orban. Was weiß ich, warum gehen die Obdachlosen nicht einfach nach Hause? So. Also schauen wir doch mal, warum es diese Wohnungsnot gibt und wie man die in den Griff bekommen kann. Der Trend hält an. Die Menschen wollen in die Städte. Oder man müsste das Leben auf dem Land attraktiver machen. Was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht mit vorgehaltener Waffe. Ja. Also die Nachfrage übersteigt das Angebot mehr als deutlich. Ich persönlich kenne das aus meinem Sexleben. Schöne Grüße nach Hause, danke. Daher die Idee der Mietpreisbremse. Wissen Sie eigentlich, wie die funktioniert? Wenn ich Ihnen das erkläre, verstehen Sie auch, warum die nicht wirklich greift. Das System ist in etwa so absurd, als ob man versuchen würde, keine Ahnung, weiß ich nicht, gegen Hooligans vorzugehen, indem man Bibliothekaren nasse Handtücher gibt und sagt, so, jetzt mach die mal fertig. Geht nicht. Das Verbraucherschutzministerium hat zur Mietpreisbremse ein, wie ich finde, putziges Filmchen gemacht. Die neuen Regelungen sollen Mietpreissprünge von derzeit vereinzelt 30% oder mehr in begehrten Wohnlagen verhindern. Von der Mietpreisbremse ausgenommen sind zum Beispiel Neubauten oder möblierte Wohnungen. Also 2 Stühle und ein altes Bett rein und Sie können für Ihre Wohnung jede Miete nehmen, die Sie wollen. Ist egal. Ein weiterer beliebter Trick sind überteuerte Garagen. Die Miete der Wohnung ist im Rahmen, aber die Wohnung bekommen Sie nur, wenn Sie die überteuerte Garage dazu nehmen. Ja, Mietervertreter sind natürlich komplett niedergeschlagen. Die Mietpreisbremse in der jetzigen Form funktioniert vorne und hinten nicht. Es hat eigentlich den Grund, dass es viel zu kompliziert ist. Es gibt viel zu viele Ausnahmen. Und dazu kommt, es gibt keine Sanktionen für Vermieter. Also ob Vermieter sich an die Vorgaben der Mietpreisbremse halten oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Hey, gucken Sie mal die Augen an. So sieht man ja sonst nur aus, wenn man den Regierungsflieger genommen hat. Aber nehmen wir mal den Fall an, Sie wollen die Bremse trotzdem anwenden. Das geht dann so. Sie als Mieter müssen verdammt mutig sein, wie diese Bibliothekare. Denn nachdem Sie endlich eine Wohnung gefunden haben, müssen Sie zu Ihrem neuen Vermieter gehen und sagen, ey, du Arsch, du musst mir sagen, was mein Vormieter bezahlt hat. Wenn die Differenz dann zu groß ist, also über 10%,
können Sie Ihren Vermieter anschwärzen. Der muss dann die Miete nach unten korrigieren. Und Sie wiederum, Sie können sich natürlich schon mal auf die Eigenbedarfskündigung freuen. Ne? Der Vermieter hat nichts zu befürchten. Daniel Halmer betreibt das kommerzielle Online-Portal wenigermiete.de. Er setzt die Mietpreisbremse für Mieter durch und hält Barlis Vorschlag für richtig. Denn nach jetziger Rechtslage haben Vermieter quasi nichts zu befürchten. Das Geld, was er bis zur Rüge des Mieters in der Vergangenheit zu viel erhalten hat, das darf er einfach behalten. Er hat finanziell im Grunde nie einen Schaden, sondern kann immer nur einen Gewinn machen. Da zeigt sich unser Staat aber mal von der knallharten Seite. Dumm nur, dass es immer die Ärmsten unserer Gesellschaft trifft. Ich bin selber Mieter in Berlin und weiß also, wie die Probleme sind und wie die Mieten gestiegen sind. Ich glaube nicht, dass Sie ein Problem hatten, eine Wohnung zu kriegen, Herr Lindner. Ja, aber auf der Friedrichstraße in Berlin wäre es mir zu teuer gewesen. Also nehme ich aus Schöneberg eine längere Anfahrt in Kauf. Ich möchte fast für ihn sammeln gehen. Er hat sicher immer eine Träne im Auge, wenn er durch die Friedrichstraße fährt. Also was machen? Der Berliner Politiker Martin Burth von der SPD sagt, rein rechnerisch könnte Berlin ohne den Bau einer einzigen neuen Wohnung seine Wohnungsprobleme lösen. Und zwar, wenn jeder in einer passenden Wohnung wohnen würde. Besonders Rentner blockieren große Wohnungen in den Innenstädten. Ja, die Kinder sind aus dem Haus, die Ehefrau gestorben. Trotzdem wohnt Opa auf 100 Quadratmetern in bester Lage. Auch wenn der Unterhalt der großen Wohnung ein bisschen Mühe bereitet. Ja, vielleicht, sag mal, sollte man die Gehsteige nicht mehr von Eis und Schnee räumen und an den Zebrastreifen Tempo 100 erlauben, um, sagen wir mal, diesen Teil des Problems zügig zu lösen. Ey, alles gut, Spaß beiseite, wirklich, ernsthaft. Kein Vorwurf an die Senioren. Ey, ich würde auch nicht umziehen, wenn die neue Bude doppelt so viel kostet und halb so groß ist. Also fassen wir zusammen. Stadtmauer geht nicht, Mietpreisbremse hilft nicht, Enteignung und Mietdeckel unrealistisch und Opa wird bleiben, wo er ist. Also was tun? Bauen, bauen, bauen. Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Nachts beim Nachbar Backstein klauen. Endlich kommt das Richtfest und die Freude ist gar groß. Liebe Leute, dabei geht der Ärger dann erst richtig los. Ja, ja, wie beim... Ich finde erschreckend, was aus den Fantastischen Vier geworden ist, seitdem Smudo nicht mehr dabei ist. Egal. Wenn wir in den Städten bauen, dann müssen wir das Richtige bauen und verdichten. Und verdichten bedeutet etwas, was niemand will. Wenn wir hier 5 Hochhäuser reingequetscht kriegen, wo 4 schon da sind, dann ist es einfach kein schönes Wohnen mehr. Und das 18-stöckige, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, das passt einfach nicht mehr mit rein. Gut, man kann 1 oder 2 Häuser sicher reinbauen, aber dass noch mal 18 Stockwerke, noch ein größeres kommt und noch mehr Menschen in dem Viertel, das vertragen wir vom ganzen Platz her nicht. Ja, wie süß die so tun, als ob sie eigentlich nichts dagegen haben. Aber ich habe nichts gegen Hochhäuser. Viele meiner Freunde sind Hochhäuser. Also verdichten, verdichten und nochmals verdichten. Kommen wir zu, ja, noch mehr schlechten Nachrichten. Es ist keinem geholfen, wenn in den Städten Häuschen mit kleinen Gärten entstehen. Wir brauchen, ja klar, große Mehrfamilienhäuser, die Grundstücke maximal ausfüllen. Und ich traue es mich ja kaum zu sagen, aber... Hochhäuser. Ja, sowas hier. Ja, es ist klar, es ist eine Scheiße. Ne? Ich meine, es sind ja nicht nur die bösen Vermieter nicht schuld, sondern jetzt soll auch noch das gebaut werden, was keiner haben will. Ich meine, mir tut es ja auch leid, aber das sind nun mal die Fakten. Da kann man nichts machen. Ne? Es muss ja jetzt nicht gleich, weiß ich nicht, ein grauer Plattenbau sein. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Danke, Crow. Wir müssen enger zusammenrücken. Forscher. Konnte man nicht liegen lassen. Forscher der TU Darmstadt und des Hannoveraner Pestel-Instituts haben eine andere Idee, wie man zusätzlichen Wohnraum schaffen könnte. Flachdächer, Supermärkte und Parkplätze überbauen. Da würde man diese Idee konsequent umsetzen, könnten bis zu 1,5 Millionen neuer Wohnungen entstehen, Problem gelöst. Überm Supermarkt wohnen. Ja, da würde dann auch mein alter Lebenstraum Wirklichkeit werden. Mit dem Aufzug von der Wohnung direkt in den Aldi. Mein Gott, das wäre so schön. Das wäre so schön. Ach, ja, so logisch.
So logisch und plausibel die Idee ist, die Hürden, die es bei jedem einzelnen Projekt aufs Neue zu überwinden gilt, sind enorm. Nicht vergessen, in welchem Land wir uns hier befinden. Bitte, ne? Ist klar, hier brauchen Sie zum Angeln einen Schein. Ja? So, da sind zum einen die komplizierten Vorschriften in Deutschland rund um das Thema Bauen. Und das wussten schon die drei Hallodris. Wer ein Häuschen baut, wird ganz von selber monogam. Und das Erste, was ihn fertig macht, ist der Behördenkram. Formulare, graue Haare, der Gemeinderat macht Sprüche, so vergehen manchmal Jahre bis zum ersten Spatenstich. Ich komme mir vor wie im ZDF-Fernsehgarten, bitte. Warum gibt es solche Bands eigentlich nicht mehr? Ach, die sind tot. Ja gut, also dieser ganze Quatsch beginnt bei der Baugenehmigung und hört beim Brandschutz plus der Energiebilanz eines Gebäudes natürlich noch lange nicht auf. Und Deutschland wäre nicht Deutschland, wenn es nicht noch eine unüberwindbare Hürde geben würde, die Anwohner, richtig, die sagen, hier wird nicht gebaut. Ich bin schon dankbar, dass Sie nicht geklatscht haben. Vielen Dank. Ich verstehe es ja. Klar hat da keiner Bock drauf, ne? Wenn man die Sonne nicht mehr sieht, weil die umliegenden Gebäude plötzlich 5 Stockwerke höher sind. Das ist völlig logisch, ne? Ich meine, freuen Sie sich schon mal auf die Bürgerinitiative Wutnachbarn gegen die Bebauung des Abendlandes. Ach, es ist ja so, ne? Wenn wir Fußball so gut könnten wie Bürgerinitiativen, wir wären auf Jahrzehnte Weltmeister. Aber warum wird denn, du, das ist geil, ne? Du musst nur Weltmeister sein. Was ich mich ja frage, ist ja, aber warum wird denn überhaupt zu wenig gebaut, ne, bei den niedrigen Zinsen? Ich meine, es fehlen über 1 Million Wohnungen und schließlich gibt es dafür einen Markt. Ja, zum einen ist man tatsächlich von falschen demografischen Entwicklungen ausgegangen. Ne, Zitat, die Zahl der Deutschen schrumpft, wozu mehr Wohnraum schaffen. Ja, leider sterben aber zu wenige. Und wie Sie vielleicht alle mitbekommen haben, gab es in den letzten Jahren relativ ordentlich Zuwanderung. Daran ist die Merkel schuld. Hören Sie auf, mich zu filmen. Straftat, Arschlöcher, sowas halt. Naja, zum Zweiten gibt es viel zu wenig Bauarbeiter und Handwerker. Das haben Sie wahrscheinlich auch alle schon mitbekommen, ne? Dass so Gespräche mit Handwerkern heute so ablaufen im Sinne von, ja, hallo, ist da der Klempner? Ich habe einen Rohrbruch. Und der Klempner sagt dann sowas, ja, ich komme Mitte 2024, irgendwo zwischen 8 und 18 Uhr. Super, ja, das ist ja toll, geht ja einigermaßen schnell. Ja, das ist so. Vorschriften und Genehmigungsverfahren machen das Bauen kompliziert, langsam und teuer. Christoph Gröner baut rund 1000 Wohnungen pro Jahr in Deutschland. Und er gibt sogar zu, ja, ich baue vor allem für Reiche, kaum für Krankenschwestern oder Polizisten. Aber seine Schuld sei das nicht. Billiges Bauen sei kaum möglich, wegen der vielen Auflagen der Politik. Auf jeden Fall hat er das geilere Bild im Hintergrund, habe ich gerade gesehen. Ne? Toll. Jedes Bundesland hat seine eigenen Bauvorschriften. Was bedeutet, wenn Sie in Niedersachsen ein Mehrfamilienhaus gebaut haben, dürfen Sie das gleiche Haus nicht einfach auch in Bayern bauen. Nein, nein, wo kommen wir denn dahin? Sie müssen den ganzen langen, lästigen, teuren, verschissenen Genehmigungsprozess noch einmal durchlaufen. Das ist der zuständige Bauminister, Horst Seehofer. Viel getan hat das Bauministerium bisher nicht. Die Aufgaben immer nur weiter vertagt. Mit immer neuen Kommissionen. Aus der Baukostensenkungskommission entstand keine Änderung im Baugesetz, nur eine neue Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe Standards im Bauwesen. Ihr Ergebnis ein neuer Ausschuss. Der Sonderpräsidialausschuss Bauen und Gebäude, kurz PBG. Und dessen Ergebnis war der ständige Präsidialausschuss Bauwerke. Viele Experten, viele Spesen, aber hinten raus kamen immer nur Papiere, die nicht umgesetzt wurden. Ein Wahnsinn, da muss man doch was machen. Ich werde eine Kommission dagegen gründen. Ja. Über 3000 Bauvorschriften zum Beispiel zum Klimaschutz verteuern das Bauen. Diese Kosten werden dann, tata, auf die Mieten umgelegt. Laut Experten stiegen durch diese Vorschriften die Baukosten seit dem Jahr 2000 um etwa 19%. Tja, den Leuten einreden, sie sollen in die eigenen 4 Wände ziehen und es gleichzeitig unerschwinglich machen. Ja. Wer verdient eigentlich noch an überteuerten Wohnungen und kassiert mit? Die Bauträger? Quatsch. Peanuts. Die Banken? No. Die Makler? Ah, alles kleine Fische. Wer sich mit dem überhitzten Wohnungsmarkt so richtig die Taschen voll macht, ist der deutsche Staat.
Ja, dem Staat ist es scheißegal, ob Kaufpreise oder Mieten astronomisch zu hoch sind. Er verdient immer prozentual mit. Genau wie bei Schnaps und Zigaretten. Der Staat weiß, ja, das killt Leute. Aber ey, Steuer ist Steuer. Und wer ist noch mal gleich Bundesbauminister? Ach ja, Horst Seehofer. Aber der hat natürlich viel Wichtigeres zu tun. Ich bin nicht auf die Welt gekommen, um das zu sein, was andere von mir erwarten. Ich bin und bleibe der Horst Seehofer mit seinem eigenen politischen Weg. Übrigens, wer einen eigenen politischen Weg hat, läuft nicht Gefahr, überholt zu werden. Ja, nein, man kann nicht überholt werden, aber es versteht dann halt auch keiner, weil halt eben keiner mehr da ist. Immobilienökonom Günther Vornholz von der EBZ Business School in Bochum, wusste ehrlicherweise nicht, dass es sowas gibt, hat ausgerechnet, dass der Staat seit 2009, dem Beginn des Immobilienbooms, bis Ende 2018 insgesamt 110 Milliarden Euro zusätzlich eingenommen hat. Ja, ist bestimmt Zufall, dass die Mietpreisbremse so ist, wie sie ist. Geld ist also da. Und mit dem ganzen Geld könnte der Staat Grundstücke erschließen, Sozialwohnungen bauen, Kitas und Straßen bauen. Tut er aber nicht. Scheiße tun die. Damit werden andere Dinge finanziert. Zum Beispiel Hartz IV, weil die Leute wegen zu hoher Mieten in die Armut abgerutscht sind. Aber es gibt auch einen Silberstreif am Horizont. Die Stadt Münster zum Beispiel. Dort werden städtische Grundstücke nicht mehr an den Höchstbietenden verkauft, sondern zu einem moderaten Preis ausgeschrieben. Bauträger können sich mit ihrem Konzept bewerben. Wenn der Stadt das Konzept gefällt, zum Beispiel ein Haus mit einer Mischung aus kleinen Wohnungen und hochwertigeren Wohnungen, bekommt dieses den Zuschlag. Wir vergeben Grundstücke nicht nach dem Höchstgebot. Da könnten wir sehr viel Geld mitmachen im Moment. Münster ist sehr begehrt. Aber das wird natürlich die Mieten hinterher extrem explodieren lassen, denn teurer Boden generiert teure Mieten. Wir sagen, wir machen einen Festpreis für ein Grundstück. Den ermitteln wir gutachterlich. Und wir geben das Grundstück an denjenigen, der die niedrigste Startmiete für die Mieter hinterher bietet. Wenn der Stadt das Grundstück nicht gehört, müssen private Investoren dennoch Vorgaben einhalten. Münster erteilt nur dem Baurecht, der auf mindestens der Hälfte seines Grundstücks Sozialwohnungen errichtet. Bravo Münster, bravo, sehr gut, sehr gut. Nein, das muss man auch mal loben, sehr gut, sehr gut. Vorteil, bezahlbarer Wohnraum. Nachteil, du wohnst in Münster. Meine Meinung: bauen, bauen, bauen und Vorschriften weg und Steuern runter. Und wenn das alles nichts hilft, dann vielleicht doch wieder die Stadtmauer. Und jetzt haben Sie sich noch ein bisschen Musik verdient. Bitte schön. Häusle baue, nachts beim Nachbar, Backstein blaue. Endlich kommt das Richtfest und die Freude ist gar groß. Liebe Leute, dabei geht der Ärger dann erst richtig los. Das Internet ist mehr als Shitstorms und ein durchgedrehter US-Präsident auf Twitter, beispielgefällig. Online-Petitionen sind was Feines. Ne? Man kann die Gletscherschmelze aufhalten, die Lindenstraße retten oder sich dafür einsetzen, dass bei Game of Thrones keiner mehr stirbt. Ne? Wie überall gilt aber, man sollte sich vielleicht erst mal informieren, ob das alles auch so stimmt, was man da unterstützt. Ne? Zum Beispiel, weiß ich nicht, haben Sie von der Petition zur Bienenrettung gehört? Ja, die Bienen sterben. Der Körpereinsatz hat sich gelohnt. Rettet die Bienen. Der Slogan kurz, einprägsam und erfolgreich. Mehr als 10% der wahlberechtigten Bayern haben sich in den Unterstützerlisten eingetragen. Und ganz im Ernst, es ist auch eine wichtige Aufgabe für die Politik, dafür zu sorgen, dass gerade in der Landwirtschaft Ökologie deutlich intensiver gelebt wird, als es bisher der Fall ist. Ich möchte, dass meine Enkel auch Bienen und Insekten in live erleben dürfen und nicht nur aus dem Biologiebuch. Ja, Biene Maya geht's aktuell nicht so gut. Und wer ist schuld? Wir alle. Ja, jetzt sind wir alle gefickt. Ach, wir sterben aus, ja, wie die Panda-Bären oder SPD-Wähler. Ja, was machen wir denn jetzt? Fräulein Cassandra, ach, wenn sie nicht bald ein paar Betamäuse nackt für uns fotografieren lassen, dann sind wir so tot wie Videotext und, entschuldigen Sie bitte. Bienen sind die neuen Eisbären. Ja, ganz bald sind sie alle weg. Wobei, die meisten Eisbären hat ja der Berliner Zoo gekillt.
klar. Ne? Denn, wie sagte schon Albert Einstein, und ihr wisst ja, von Albert Einstein, ja, der war so visionär, dass er schon wusste, dass er später in diesem Internet noch wichtige Memes liefern würde. Jedenfalls, wo war ich? Ah ja, richtig. Albert Einstein hat gesagt, wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben. Das sind immerhin noch eine EM und eine WM. Ja, blöderweise die in Katar. Scheiße. Ne? Aber warum? Weil Bienen pausenlos Pflanzen bestäuben, also quasi begatten. Sie sind der Mark Terenzi des Tierreichs, nur halt mit Funktion. Ohne Bienen wachsen auf der Erde also keine Bäume und kein Gemüse mehr. So steht es im Internet. Also muss es stimmen. Wollt ihr, dass die Bienen sterben? Nein, das wollen wir nicht. Wollt ihr, dass die Arten sterben? Nein, das wollen wir nicht. Wollt ihr, dass sie weiter singen? Nein, das wollen wir nicht. Wobei, ich bin ja für sowas. Ich bin ja auch Helene Fischer Ultra, also von daher. In Bayern gab es jüngst ein erfolgreiches Volksbegehren unter dem Motto Bienen retten. Kann also nicht mehr lange dauern, bis zum Fridays for Future dann auch noch die Mondays for Maya kommen oder so. Und zu Recht. Denn, Leute, das hat Albert Einstein gesagt, bitte. Genau da fangen leider die Probleme an, denn Einstein hat das gar nicht gesagt. Sein Bienenspruch ist ein Fake, sagt das Einstein-Institut in Jerusalem. So, die haben bienenfleißig, geiles Wortspiel, das Archiv durchsucht und nichts gefunden. Aber bleiben wir mal bei den Fakten. Natürlich wäre es ein Riesenproblem für die Natur, wenn es keine Bienen mehr geben würde. Es ist ja klar. Ne? Es gibt sie aber noch und sie sind nicht alle vom Aussterben bedroht. Ne? Bei Veganern bin ich mir da ehrlicherweise nicht mehr ganz so sicher. Ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber ich sage, das ist der beste vegane Mad Eagle der Welt. Und ich habe schon viele, viele Fleischesser damit getäuscht. Hä? Ich möchte jetzt eigentlich stundenlang darüber reden, dass in diesem Video so überhaupt nichts stimmt. Warum das Prinzessin-Outfit und darf man Knete mit Zwiebeln Mad Eagle nennen? Es ist sehr verwirrend für mich. Egal. Zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Fangen wir mal mit den Honigbienen an. Honig ist ein gefragtes Produkt. Die Anzahl der Honigbienen steigt weltweit kontinuierlich an. Nur in Deutschland war sie eine Weile eher rückläufig, aber in den letzten Jahren hält sie sich relativ stabil. Vermutlich auch, weil Zucker jetzt offiziell der Teufel ist und Honig halt eben die total gesunde Alternative. Und weil Bienen irgendwie niedlich sind, haben die eine Lobby. Weiß man ja. Biene, süß. Fliege, nicht süß. Keine Lobby. Fakt ist, den Honigbienen geht es prima. Die sterben genauso wenig aus wie die Milchkuh oder das Grillhähnchen. Okay, muss man zugeben, das Grillhähnchen ja irgendwie schon. Also, bevor Campino und Feine Sahne Fischfilet jetzt das Benefizkonzert planen, der Honigbiene geht es gut. Alles Quatsch, oder? Leider nicht ganz. Denn ihre ungezähmte, frei fliegende Cousine, die Wildbiene, ist leider tatsächlich am Arsch. Die führt aber auch ein ganz anderes Leben als die Businessbiene. Sie lebt lieber allein statt in Völkern. 95% aller Wildbienen sind eingefleischte Singles. Sie haben keine Königin, sie glauben nicht an den Staat, sind also sowas wie die Reichsbürger unter den Bienen. Und von denen. Ja. Und von denen gibt es viele: Pelzbienen, Mauerbienen, Sandbienen, Blattschneiderbienen, Langhornbienen, Trauerbienen, Maskenbienen, was weiß ich, Wu-Tang, Killerbees und, und. Ne? Bitte mitschreiben, das ist übrigens alles Prüfungsstoff. So. Es gibt 561 Bienenarten in Deutschland, aber von diesen 561 Wildbienensorten stehen 228 Arten. Ja, rote Zahlen sind bedrohlich, jetzt begriffen, okay. Liste der bedrohten Arten, die sind so selten wie ein, sagen wir mal, keine Ahnung, sympathischer Satz von Jens Spahn. Ne? Warum sind die so bedroht? Ganz genau weiß man es noch nicht, aber es gibt ein paar Verdächtige. Wenn jetzt irgendjemand Monsanto murmelt, würde ich jetzt mal sagen, sind sie wahrscheinlich nicht auf der falschen Spur. Zum einen die Pflanzenschutzmittel. Denn viele Wildbienen sind spezialisiert auf bestimmte Pflanzen, die durch industrielle Landwirtschaft verschwinden. So, da können wir alle übrigens mal ausnahmsweise was richtig Sinnvolles tun, nämlich seltene Pflanzen anbauen. Ja. Ja. Ja.
Ja, Cem und Jong. Ja. Snoop Doggy Özdemir. Was beim Wildbienensterben ziemlich sicher eine Rolle spielt, ist, richtig, ihr habt darauf gewartet, der Klimawandel. Genau, wie bei allen Insekten. Die Radboud University in Nijmegen. Und falls Holländer zugucken, sorry, aber ich kann es besser wirklich nicht aussprechen. Also hier diese, was weiß ich, Dingels Frikandel University in Holland hat rausgefunden, in den letzten 27 Jahren hat die Gesamtmasse an Insekten um mehr als 75% abgenommen. Ja, am Ende reicht ganz simple Empirie. Wenn du früher mit dem Porsche von München nach Hamburg gebrettert bist, dann hattest du auf deiner Windschutzscheibe schon kurz vor Kassel diese besagte Gesamtmasse an Insekten halt eben auf der Scheibe. Diesen typischen Insekten-Smoothie, den du sonst im Dschungel runterkippst, damit Claude-Oliver Rudolph später sein Essen kriegt. So, alles vorbei. Alles vorbei. Inzwischen gehen schon die ersten Scheibenklarsteller in Konkurs. Sie fragen sich jetzt natürlich, was soll dieser sexistische Scheiß? Das war redaktionell absolut notwendig. Bienen sind wichtig in der Natur. Aber zum Glück sind Bienen nicht die einzigen, die diesen Bestäubungsjob machen. Auch Käfer, Motten, Schmetterlinge machen mit beim alljährlichen Besamungs-Gangbang von Mutter Natur. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass uns die Wildbienen egal sein können. Um nochmal auf Albert Einstein zurückzukommen, der hat zwar nie gesagt, dass wir ohne Bienen sterben, ist aber auch egal, denn das Insektensterben ist ein Problem, was uns alle angeht. Und wir können alle etwas tun. Wenn Sie nicht wollen, dass noch mehr Insekten sterben, bauen Sie noch heute Ihre Windschutzscheibe raus. Vielen Dank, einen schönen guten Abend, auf Wiedersehen. Dankeschön, vielen, vielen Dank.